Hi, schön, dass ihr wieder hier seid. Wir sind ja hier an dem Bahnhof stehen geblieben. Hier muss ja jetzt noch eine Buslinie hin. Aber wir machen nur ein kleines Bushäuschen hier. Eins hier, so und eins da. Jetzt muss ich mal gucken, welche Buslinie. Guck mal, das ist ja die hier. So, die fährt daher. Die könnte aber theoretisch hinter dem Wiesenweg, könnte die ja theoretisch hier am Bahnhof herfahren. So, jetzt ist nur die Frage. Jetzt fährt sie daher, daher und daher. So, nehmen wir mal eine andere Farbe. Ja, das ist immer das Problem. Nehmen wir mal rot. Ja, aber guck, das ist eine andere. Hier, die geht da nicht her. Schwarz. So, siehst du die? Hast du jetzt hier auch schwarz eingefärbt? Ne, blau ist das da. So. So, die fährt dann jetzt nur von hier. Die kommt dann von hier. Wiesenweg fährt die dann gar nicht. Müssten wir den Wiesenweg wegmachen. So, dann wird es einfacher gehen, glaube ich. So, mal gucken. Bei den ganzen Sachen hier, die hier rumstehen. So. Die schwarze Linie fährt jetzt hier am Bahnhof her, hier rum, hierher. Daher, genau, dreht hier und fährt hier wieder zurück. Das müsste ja alles passen. Genau. Bergstraße, hier ist sie. Bergstraße, das ist die 13, ja. Genau, so. Jetzt hat er einen Takt von 100 Sekunden. Das reicht aber auch für den Bahnhof. Hier ist natürlich jetzt hier so Wellen drin, da kann ich jetzt leider nicht viel dran machen. Aber ist halt dann so. So, steigen denn hier Leute ein? Und ja, guck mal, 26 sind da auch schon drin. Also, das lohnt sich schon, ne? Jo. Man könnte ja jetzt hier noch bei den Ersätz nochmal schauen. Was haben wir denn hier? Ach, hier sind noch Schilder. Was ist das? Ah ja. Vorsignal, Hauptsignal. Ja. Da habe ich mich jetzt nicht so mit beschäftigt. Aber gucken wir mal, wie es weitergeht. So. Was wollte ich denn jetzt hier? Irgendwas wollte ich doch jetzt hier noch geguckt haben. Ach so, ja, genau. Nach den Touristenmagneten. So, irgendwo habe ich das Haus, damit ein bisschen was hier los ist. Bin ich jetzt schon dran vorbei? Scheinbar ist es so. Scheinbar bin ich schon dran vorbei. Aber ich wusste gar nicht, dass wir auch als Asset eine alte Straßenbahn haben. So, jetzt müssen wir nur mal schauen,
Irgendwo, da ist es doch. So. Resident? Residenz? Ja. Passt schon. Und dann können wir das gleiche nochmal als kommerziell machen und machen es hier hin. So. Mal gucken, ob da ein paar Leute mehr rumrennen. So. Am Bahnhof gehören natürlich auch noch Taxis hin. Haben wir denn Taxis? Müssten wir doch auch haben. Cars. Was ist das? Das ist ein Vorwitziger, der parkt so da. So, normale Autos, die Fahrzeuge, Polizei, Audi, auch Audis. Wo habe ich denn? Ich habe doch auch die Taxis gehabt. Autos, BMWs, das sind Einsatzfahrzeuge, normale, nö, habe ich die Taxis gar nicht geladen, das kann natürlich sein, hier sind nur LKWs und da sind nur Busse, ja, dann ist das halt so. Mal da. So, der Bus hatte genug Leute geladen. Da, so ist es nicht. Wir hätten natürlich auch hier so eine Schallschutzmauer hinsetzen können. Ich weiß nur nicht, ob wir die noch angeschaltet haben. Aber guck mal, hier sind doch die Taxis. So, gucken wir, dann könnten wir ja hier noch ein Taxi hinsetzen hier. So, guck mal, das passt doch schon. So, jetzt haben wir hier die Mauern. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir die Schallschutzwände schon weggemacht hatten oder ob die überhaupt doch da, hier sind sie doch, da wären sie doch. Aber ich möchte das ja nicht mit Dings haben. Gerne in diesem alten Dings. Ja, aber irgendwie sehen die nicht so prickelnd aus, oder? Betonoptik. Ja, aber da ist jetzt ein Loch vor. Wieso kann ich den jetzt hier nicht wieder abreißen? Doch, geht. Also lassen wir lieber diese andere Mauer da und gut ist. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Brücken brauchen wir nicht.
so ein großes Teil, das wäre hier am Güterbahnhof angebracht hier, ne? Was so ein bisschen sich dreht hier. So, guck mal, damit er hier alles mitkriegt. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, wo haben wir denn? Konfigurieren Uhr. Stellwerk. Antenne. Stellwerk. Machen wir mal 100% Sonnenuhr. Stellwerk. So, guck, das passt doch. So. Das ist dann Merane. Schrägstrich. West. So. Jetzt haben wir das da auch dran stehen. Schön. Jetzt ist natürlich hier ein bisschen am Schweben. Ne, das ist das Falsche. So, muss ein bisschen höher hier. So, guck, so passt es dann. Da wäre dann jetzt nichts mehr am Schweben. So, das hätten wir auch. So, was könnten wir denn jetzt noch Gutes machen hier? So, da haben wir den großen Einkaufsmarkt. Hier haben wir so einen kleinen Vorstadtbahnhof. Ja, ist doch alles da, was man braucht. So. Ja. So, Linie läuft. Hoffe ich mal. So, das ist die Linie. Warte mal, die müsste ich jetzt erstmal selber gucken. Und zwar von Biesigheim. So. Biesigheim. Nach. Rödermarkt. Rödermarkt, ne? Ja. Nein, das ist der falsche. Rödermarkt. Ne, machen wir weg. Rödermark. Und dann kommt hier hin S-Bahn. S-Bahn. RE43. So. Das sieht schon besser aus. Jetzt müssten wir natürlich, ich würde gerne mal mitfahren. Und würde mal gucken, wie das aussieht. So. Wie gesagt, ich würde gerne mal mitfahren. Und würde gucken hier. Wie der da durch den Bahnhof piest. Oh, guck mal hier, das ist natürlich. Da muss aber schon aufpassen. So. Guck mal, das ist eine alte Straße. Kann ich die da auch so auf alt machen, die Straße?
lass mich erstmal. Na. Ich wollte mal hier reingucken. Ob jetzt hier nicht mal. Ui, da ist eine Wasserpfütze. Nee, das ist der falsche Zug. Ich weiß gar nicht, wo die anderen Züge bleiben. Die müssen aber doch jetzt auch kommen. Ja. Sind die denn alle? Das ist eine gute Frage, ehrlich. So, gucken wir mal. Kommen wir denn jetzt in den... Ah, jetzt kommen wir in den Bahnhof rein. Ja, genau, wir kommen jetzt in den Bahnhof rein. Wo wir das Gleis hier mit dem Einzug teilen. Und dann gleich... Weiter, jetzt schlängeln wir uns gleich nach links. Deswegen bin ich draußen, weil ich das Schlängeln gucken wollte. Jetzt wechseln wir von der einen Hauptstrecke auf die andere Hauptstrecke. So, jetzt gehen wir mal in den Zug. Jetzt müssen wir ja dann mal schauen, wie wir durch den Güterbahnhof kommen. Imposante Brücken haben wir auch hier. So, jetzt kann er wieder Stoff geben. Ui, da kommt der andere uns entgegen. So, jetzt kommen wir gleich in den Güterbahnhof rein. Guck vorher noch einen Benzinzug oder Ölzug. So, jetzt biegen wir, glaube ich, wieder links ab, ja. Und weiter links. Da muss ich die Schienen nochmal neu verlegen. Das sieht nämlich nicht so gut aus. So, guck mal, und da kommen wir jetzt in den Güterbahnhof rein. So, in den Container. Zwar auch durch. Aber das ist ja noch nicht so tragisch. Wir kommen ja dann gleich in den anderen Ort rein. So, ich muss nur daran denken, oh guck mal, da kommt der Holzzug. Thank you.
kommen wir dann in den neuen Bahnhof, den wir angelegt haben, rein. So, schön. Ganz toll. Sieht gut aus. So. Jetzt will ich nur noch mal schnell nach hier hinten. Hier sahen ja die Schienen irgendwie ein bisschen komisch aus. Irgendwo war das hier. Nee, ich glaube, das war weiter vorne. Hier sah das so komisch aus mit den Schienen, ne? Ja, da ist das. Ja, müssen wir dann mal schauen. Das müssen wir dann auch noch ein bisschen gerade biegen hier. Aber das kriegen wir auch noch hin. So, in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Es ist mal wieder soweit, die Zeit ist um, so leid es mir tut. Ich würde dann sagen, bis bald, euer Donny.